wieder auf die Beiträge und dann auf den Reiter Galerie. Hier habt ihr die Möglichkeit, Galerien zu bearbeiten oder neu anzulegen. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein paar hochgeladen, kann ich aber auch jederzeit hier übrigens entfernen. Wenn die nicht aktuell sind, dann drücke ich hier auf Löschen und dann wird das gelöscht. Ich lege jetzt hier mal aber inzwischen eine neue an. So, hier wieder Bilder auswählen und sage, ich habe hier ein Projekt, da suche ich noch was anderes raus, passendes Bild dazu. Hier ist so ein kleiner Tipp von uns. Es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten, diese Galerien zu strukturieren. Ich empfehle da immer vielleicht so Themen zu machen. Ich mache zum Beispiel irgendwas über Türrestaurationen oder über Dacheindecken. Und dann kann ich zu jedem Thema eine Galerie anlegen. Jetzt nehme ich hier diese Elemente hinzufügen. So. Und hier solltet ihr natürlich auch ein bisschen was darüber schreiben. Um was handelt es sich jetzt genau? Ich habe mir so ein bisschen was vorbereitet. Ich sage jetzt mal, ich mache jetzt ein Thema Türen. Und dann schreibe ich hier was zum Thema Türen. So. Und schreibe hier vielleicht noch Türen rein. Projektzeitraum könnt ihr angeben, wenn es sich nicht um ein Projekt handelt, sondern einfach nur um verschiedene Projekte, dann macht ihr am besten den Standort der Betriebsstätte. Das ist so ein geografisches Element und ihr könnt dort die Straße eingeben oder auch nur einen Ort. So, und dann wichtig, hier unten auf Freischalten drücken, sonst ist das an, was ihr da angelegt habt, im Entwurfsmodus und ist noch nicht öffentlich sichtbar. Dann auf Speichern drücken. Und dann habt ihr eure erste Galerie angelegt und findet die auf eurem Betriebsprofil unter Betriebsbilder und Videos.